Mercedes bringt ein neues Kompakt-SUV und es wird auf den Namen GLB hören. Kraftvolle Proportionen mit kurzen Überhängen und Offroad-orientiertes Design sowie optional Allradantrieb sind die Zutaten, die dem GLB zu Erfolg verhelfen sollen. Mit dem neuen GLB bringt Mercedes-Benz den vielseitigsten Kompakt-SUV auf den Markt, den der deutsche Autobauer je gebaut hat. Das mittlerweile 8. Modell der Mercedes-Kompaktwagen-Familie kombiniert die besten Eigenschaften von SUV und Kompaktwagen. Der GLB ist auf größtmögliche Funktionalität ausgelegt und bietet mit einer auf Wunsch erhältlichen dritten Sitzreihe sogar Platz für bis zu 7 Insassen. Der GLB ist zwar Teil des Kompaktwagenangebots von Daimler, orientiert sich aber äußerlich ganz klar an den SUV-Werten seiner größeren Kollegen. Im neuen GLB kommt natürlich auch das intuitiv bedienbare Infotainment-System M-Books zum Einsatz. Dieses verfügt unter anderem über die bereits in anderen Modellen bewährte Sprachsteuerung Hey Mercedes, mit der sich von der Klimatisierung bis zum Wetterbericht so ziemlich alles per Sprachbefehl steuern lässt. Der Mercedes GLB ist ab Dezember 2019 im Handel erhältlich.